Und willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening. Und ja, nachdem wir im letzten Part schon in Kapitel 5 angefangen haben, beziehungsweise wir unser Team nur gerade neu formiert haben, wollen wir hier auf jeden Fall weitermachen. Ein ziemlich harter Kampf, wie ich finde, da hier ziemlich viele und auch starke Gegner auf uns warten. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns ihm nun widmen und wir fangen mal an. Ich habe mir doch tatsächlich ein wenig überlegt, wie wir es angehen werden. Und zwar werden wir auf jeden Fall mit dem guten Lonzu diesen kleinen Typi hier schon mal angreifen. Zack! Lonzu würde 26 Schadenspunkte machen. Damit hätte dieser Plagianer nur noch 3 Lebenspunkte übrig. Und ja, wir wollen nicht allzu viel Zeit verlieren. Wir wollen ja noch was schaffen. Zack! Ein Critical Hit von Lonzu. 39 Schadenspunkte. Und damit ist der Gegner Geschichte. Yay! Und dann können wir jetzt hier noch mit dem guten Chrome, nämlich diesen Plagianer, den Barbaren, angreifen. Und ja, es ist eigentlich relativ gut, dass Lonzu einen kritischen Schlag geschafft hat, weil dann kann Stahl hier oben den Rest machen. Zack! Flutsch! Und daneben, du kleiner Loser! Yay! Ich muss sagen, das läuft doch relativ gut bisher. Wir haben ganz schön viel Glück, muss ich doch sagen. Und der gute Stahl, der kommt jetzt natürlich auch noch hier dran. Und würde ihm, ja, zeigen, wo er hingehört. Nämlich unter die Erde. Und der gute Stahl hat den Gegner vernichtet. Leider aber kein Level Up erhalten. Aber es werden ja noch genug Gegner warten. Und ja, jetzt kommt der nächste Streich. Nämlich, wir wollen... Moment, ich muss noch einmal ganz genau nachgucken. Gut, mit Zumia würden wir denn beide erreichen... Und Moment, einmal noch, jetzt muss ich doch nochmal gucken, warte, wie viele Schadenspunkte würden wir mit einem Fernangriff von Rake machen? 12 bei beiden. Und mit dem guten Ricken würden wir... Bei beiden, nee, nicht bei beiden, aber bei einem wenigstens 14 machen. 14 und... Moment, jetzt nochmal mit der Fläche gucken, wie viel würde die denn dort oben machen? 22, gut, damit wäre der schon mal Geschichte... Und ja, Wake und Sumia kümmern sich dann beide um den anderen. 14 plus 10 reichen auch für diesen... Ah ne, Wake machte dem aber nur 11, oder? Oh, das ist ein wenig problematisch. Zack, ja. Das wäre zu wenig. Auch hier oben. Aber gut, wir hoffen einfach mal, dass er von Flechi vielleicht auch ein wenig unterstützt wird. Und das sollte schon... Alles funktionieren, hoffe ich. Wir greifen aus der Nähe mit Flechi diesen Plagianer mit der Axt an. Mit unserem Feuerbuch. Flutsch! Haben getroffen, werden auch getroffen, nehmen diesen Schaden aber gerne hin. Und nun kommt der gute Ricken, der hier den Rest machen wird. Zack! 14 Schadenspunkte werden wir machen und damit, ja, bekommt Ricken zwar Erfahrungspunkte. Oder Moment... Vielleicht sollten wir die doch eher das Sumia spendieren, weil der unteren, den können wir ja eh nicht besiegen. Aber wir gucken erstmal, was der gute Wake denn jetzt hier machen würde. Angreifen den Mirimidonen. Zack! Komm schon, du triffst doch auf jeden Fall, Wake. Lass uns nicht im Stich. Und auch Flechi greift noch mit an. Damit ist der Gegner Geschichte. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und dann können wir doch mal gucken... Nee, den... Dunkelmagier treffen wir leider nicht. Ich weiß auch nicht, wie hart der gegenüber unseren Einheiten sein wird. Und einmal noch gucken, ob hier wirklich keiner mit einem Bogen in der Nähe steht. Denn wir wissen ja, dass Sumia eigentlich stark gegenüber Magier ist. Also ja, dass sie von denen nicht so viel Schaden erhalten wird. Und deswegen mache ich mir um diesen Zauberer dort hinten keine Angst oder Sorgen. 10x2, damit wäre der Gegner auch dahin. Und... Platsch! Voll auf die Glocke! Yay! Wir haben wieder ein paar Erfahrungspunkte für Sumia ergattern können. Und ja, die Reichweite der Gegner hat sich auf jeden Fall schon mal dezimiert. Wir müssen jetzt nur noch Ricken und die Mary Bell aus der Angriffsreichweite dieses Drachenritter bringen. Ach du heiliger Bimbam!
So, und wir sollten uns natürlich dann irgendwo hinstellen, wo wir nicht getroffen werden. Und ich würde sagen, mit unserer Troubadeurin Maribel stellen wir uns einfach mal auf dieses Glitzerfeld und sagen, warten. Ich konnte ein wenig Violine üben und somit der adligen Etikette gerecht werden. Oh, sie spielt auf einer Violine und sie nennt es auch Violine und nicht Geige. Ich bin sehr beeindruckt von dir, Maribel. Du bist mir jetzt schon sympathisch. Yay! Vielleicht kannst du mir ein paar Nachhilfestunden in Violine geben. Oder wir können zusammen ein Duett spielen. So, der gute Rickner kommt wie gesagt leider nirgendwo dran und ich will den auch nicht unbedingt mit seinem Level 3 ins Kreuzfeuer stellen. Deswegen, ja, stellen wir uns mit denen auch in eine sichere Zone. Und da wir uns ja jetzt hier hochkämpfen werden, ja, rückt Lissa schon mal ein kleines Feld mit nach vorne, nicht zu weit. Ich habe ja doch noch ein wenig Angst und den guten Mars, den holen wir auch schon mal hier hoch oder sollen wir den mit nach links schicken, wobei 3 Einheiten nach links reicht. Der gute Mars kommt hier schon mal mit und der Virion auch, denn den brauchen wir für die Drachenritter. Der Gegner fängt an zu agieren. Der gute Stahl wird angegriffen. Weicht aber elegant aus. Ja, Stahl, so gefällt mir das. Oh, und der Wake wird angegriffen. War mir aber irgendwie klar. Zack! Komm schon, wehr dich. Ja! Oh, fast ein Level up wieder. Gut, die Einheiten rücken vor. Oh nein, die auch. Oh nein, die Drachenritter auch. Oh nein. Nein, Leute, ich krieg leider ein klein wenig Angst. Ich glaube, ich hab mir vor Angst in die Hose gemacht. Ah. Warum bewegen die sich denn alle auf uns zu? Das ist doch unfair. Ich meine, wenn die wenigstens da oben warten würden. Oh mein Gott, jetzt ist alles lila. Hilfe! Zack. Okay, wir haben hier einen Ritter. Ich will einfach nur mal gucken, ja? Nur mal so aus Spaß. Oh! So stark sind die ja gar nicht. Also, klar, sie sind stark, aber ich habe jetzt irgendwie so gedacht, sie würden, weiß ich nicht, 28 Schadenspunkte mal 6 machen oder so ähnlich. Aber ja, so schlimm ist es ja dann doch nicht. Also man kann es aushalten. Und auch mit Flächi würden wir drankommen. Und wir würden 22 Schadenspunkte machen mit unserem Feuerbuch. Und das Donnerbuch würde leider weniger Schaden machen. Wobei, das sind auch fliegende Drachen, die haben noch Flugschwäche, Elektroschwäche. Hallo. Hallo. Pokémon-Regel, Mann. Okay, die zählt hier auf jeden Fall nicht, aber wenn wir schon so viel Schaden machen, brauchen wir uns darum nicht so große Sorgen zu machen. Und was mir gerade sehr gefällt, dass andere Einheiten dort nicht hinkommen, außer natürlich Fernmagier, bedeutet, wir könnten ja eigentlich Sumia hier hinstellen und dann dem Drachen den Rest geben, wenn Flächi ihn bearbeitet hat. Nur was mir dann nicht ganz so gefällt, dass natürlich die ganzen anderen Drachenritter da auch noch drankommen. Aber Sumia kriegt ja nur 13 Schadenspunkte, wie wir gemerkt haben. Aber wir müssen uns auch hier noch um die anderen Einheiten kümmern. Gut, den Dunkelmagier wollen wir erstmal gucken, ob wir den nicht elegant besiegen können mit Sumia. Und ja, das geht in der Tat. Und dann werden wir das, glaube ich, auch machen. Aber wenn erst später zum Schluss, wir wollen ja hier noch die anderen Gegner eliminieren. Wobei, wenn wir den besiegt haben, haben wir hier Platz und können mit den anderen Einheiten nachrücken. Also Sumia, walte deines Amtes, mach den Gegner fertig. Zack! Und komm bitte weich aus. Oh, schade, leider getroffen, aber immerhin nur 4 Schadenspunkte, die wir erhalten haben. Und der Gegner ist down und Sumia erhält leider noch kein Level up, aber das wird mit Sicherheit noch kommen. So, der gute Wake. Wollen wir mal schauen. Oh, das ist schlecht. Müssten wir versuchen, mit Orson Spymer aus der Entfernung anzugreifen. Aber wir gucken erstmal, wie wir denn gegen die anderen Einheiten im Nahkampf abschneiden könnten. Gut, und Fernkampf würde wie viel machen? 12. Und wir werden immerhin nicht getroffen. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Wobei, heilen würde ich den natürlich auch gerne. Und unsere Troubadeurin würde auf jeden Fall drankommen, ebenso wie Lissa von hinten. Und dann wollen wir erstmal mit unserem Sternenlord, dem Prinzen Mars, vorrücken. 15 gegen den Mimidonen, das ist auf jeden Fall annehmbar. Und gegen den Axtkämpfer würden wir auch 15 machen.
Und dann nehme ich aber doch lieber den Myrmidonen, den wir angreifen werden, weil er einfach schnell ist und der Prinz Mars kann auf jeden Fall da mithalten. Und ja, die restlichen Schadenspunkte kann dann der gute Wake machen. So, wir greifen mit dem Mars an. Sehr elegant, wie ich finde. Mir gefällt der Mars. Yay! Vor allem war die Kampfmusik auch ganz schön. Wobei ich auch gar nicht darauf geachtet habe, ob die bei den anderen genauso klingt. Aber ich glaube, die klingt doch beim Mars ein wenig anders. Kann das sein? Gut, wir werden mit Rake jetzt den Gegner noch nicht eliminieren. Wir wollen erstmal mit Lissa eine Heilung hinterherwerfen. Stabheilung auf den guten Rake. Soll sich ja nicht Hals über Kopf da reinstürzen. So, wir machen ja natürlich mehr Punkte wieder. Regenerieren wir mit Lissa dank ihrer neuen Fähigkeit, die ja dem verbündeten Partner mehr Lebenskraft zurückgibt bei einer Heilung. Und jetzt können wir den Rake eigentlich ganz sicher locker flocker vom Hocker hier draufstellen und er wird den Gegner vernichten, wenn er den trifft. Zack! Headshot! Wir wurden unterstützt von Mars, aber leider gibt es keine Herzen. Für uns keine Unterstützungsgespräche, aber immerhin ein Level-Up für Rake. Die KP, die Stärke, die Fähigkeit und die Geschwindigkeit sind um 1 gestiegen. Ha, der Rake ist jetzt noch viel Raker. Lass dir mal einen neuen Spruch einfallen, Rake. Langsam kommt's so rüber, als hättest du nur den einen auf Lager. Gut, viele Einheiten haben wir nicht mehr, die wir bewegen können, aber immerhin können wir noch mit Ricken, wobei wir könnten, nee, mit Ricken können wir leider nicht den Drachen angreifen, schade. Aber wir können hier diesen Plagianer mit der Axt schon mal vorschwächen, diesen Barbaren, diesen Unhold. Wir werden unterstützt von Flechi. Zack! Wow, alter Falter, habt ihr das gesehen? Geil! Eine richtig gute Kombination, die ich gerade fand. Und ihr habt mir auch schon geschrieben, dass dieses Elfenwind die ja zweite Stufe eines Windbuches quasi wäre. Und damit hat er eigentlich eine ziemlich starke Waffe. Ist schon praktisch. Und ja, die beiden haben den Gegner zusammen eliminiert. War auf jeden Fall ein schönes Kombinationsspiel aus Wind und Feuer. Man weiß ja, Wind kann Feuer anfachen und so konnte Flechis Zauber richtig reinhauen. Und nein, natürlich habe ich das jetzt nur mir herbeigedichtet. Sie hätte so oder so so viel Schaden mit dem Feuer gemacht, aber ein wenig Fantasie darf ja nie schaden oder fehlen. Gut, wir könnten den hier erledigen, aber ich mache mir doch ehrlich gesagt große Sorgen um den Drachen und der Gegner hat auch nur ein Feuerbuch. Okay, was heißt nur? Ihr kommt natürlich jetzt nicht ganz schnell da hoch, oder? Den Stahl, den holen wir auf jeden Fall schon mal wieder mit. Der soll schon mal zur Unterstützung wieder bereit sein. Auch den Virion stellen wir schon mal hier. Ja, ich will den... Obwohl doch, stell dich zum Drachen. Zack. Dich wird der Drache eh nicht angreifen. Und ja, wer von euch beiden wird jetzt den Gegner erledigen? Erfahrung 73, Erfahrung 91. Kriegst du das alleine hin, Lonzu? 26, ja, das schaffst du alleine, wenn du denn zweimal triffst. Aber bei 100% sollte das kein Problem darstellen. Zack. Flutsch. Und daneben, oh, Lonzu ist so eine geile Sau. Guckt euch den an, Mann. Der haut einen kritischen Treffer nach dem anderen raus, weicht nur aus und ist super schnell. Richtig geil, der Typ. Von Level 5 auf Level 6. Die KP, die Stärke, die Fähigkeit, die Geschwindigkeit und das Glück sind um 1 gestiegen. Besser. Ich bin besser, um Leute zu töten. Boah. Ja, auf jeden Fall. Und du wirst, denke ich mal, auch im Team bleiben, denn du bist richtig geil. Nur mache ich mir Sorgen um deinen Schnitter, denn der ist bald weg. Und das fände ich schlecht. Gut, unsere berittene Heilerin kann nicht erreicht werden. Das ist gut. Alle anderen können erreicht werden, aber ich will doch mal sehen, von wem. Okay, von denen hier oben kann keiner erreicht werden. Das ist schon mal gut. Dann kann ein Drache fast alle angreifen und der auch. Und der Drache kann den Mars auch noch angreifen. Aber wie gesagt, beim Mars mache ich mir nicht so viele Sorgen, denn wenn er weg ist, können wir uns ihn jederzeit wiederholen, indem wir die Mission Helden von 1 Teil 1 noch einmal spielen. Mit einem Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir noch richtig gut in der Zeit liegen, der Gegner auf jeden Fall nochmal agieren kann, die Gegnerphase beginnen. Mars wird angegriffen, kriegt 11 Schadenspunkte und ich glaube, Mars... Oh, weicht aus! Oh, Mars, du bist super!
Mars wird aber erneut angegriffen von einem Drachenritter. Wird 11 Schadenspunkte kassieren, bekommt sie auch, teilt aber 10 dafür aus. Und jetzt hängt alles an dem dritten Drachen, der natürlich auch den Mars angreifen will. Zu 60% trifft. Den Prinzen Mars leider besiegt. Ein kurzer Auftritt für Mars. Sagt auch nichts, er ist ja nur eine Karte. Die Spielerphase hat wieder begonnen. Wake wird um einen Lebenspunkt geheilt. Und dann wollen wir die Drachen hier auf jeden Fall ganz schnell vernichten. Kann das sein, dass ich eben mit Fläche keinen angegriffen habe? Bin ich doof? Ich bin so doof! Ansonsten hätte Mars eventuellerweise sogar noch eine Chance gehabt zu überleben. Ja, wahrscheinlich nicht. Egal, wir holen ihn uns auf jeden Fall wieder. Bei Mars ist das ja nicht allzu schlimm. Nur haben wir jetzt eine Person weniger auf dem Feld. So, jetzt hier auf jeden Fall mal ganz genau gucken. Wir wollen mal sehen, was der Waked... Wake, du lieber nicht. Ich denke mal, wir lassen das Ricken und Flächi machen. 22 Schadenspunkte würden wir machen und der Angriff ist grün. Warum, weiß ich nicht. Aber wir wollen mal Varion sein Glück versuchen lassen bei dem Oberen. Wir würden 16 Schadenspunkte machen. Damit wäre der Drache oben Geschichte und dann wollen wir das natürlich auch prompt durchführen. So, spann den Bogen. Zack. Und hol den Drachen vom Himmel. Du Drachentöter. Varion bekommt ein Level Up. Er steigt endlich von Level 3 auf Level 4. Die Stärke, die Magie und die Verteidigung sind um 1 gestiegen. Dies war einer meiner wenigen noblen Taten. Oh. Eine sehr spannende Vorgeschichte hast du damit wohl nicht wirklich gehabt, wenn du nicht so viele noble Taten vollbracht hast. Aber gut. Warte, wie viel Leben hatte der jetzt hier? 22 würden wir machen, dann hätte er nur noch 7. Das nehmen wir, denke ich, schon mal an, aber... Oh, dieser Magier hier, der stört mich ja schon ein wenig. Könntest du den nicht mit einnehmen? Du würdest ihn nicht besiegen, aber Flächi könnte dies auf jeden Fall. 2×18, Alter, die ganzen normalen Magier haben keine Chance mehr gegen Flächi. Aber da mache ich mir natürlich um, ja, den Myrmidonen und den Barbaren ein wenig Sorgen. Was würde der gute Wake denn hier machen? 13 bei ihm nochmal und 13 nur bei ihm. Stahl, bist du in der Nähe? Guter Stahl. Dann wollen wir erstmal beim Myrmidonen gucken. Angreifen, wir würden 12 machen, der Gegner 14. Das ist nicht ganz so geil, wie ich finde. Und auch hier würden wir 12 machen, 11 kassieren. Damit wäre der Stahl aber nächste Runde tot, wenn der Myrmidonen ihn auch noch angreift. Also einen von beiden müssen wir auf jeden Fall besiegen. Aber gut, wir kümmern uns hier erstmal um den Drachen. Das sollen Ricken und Sumia machen. Ricken stellt sich einfach mal hier hin. Wobei, Moment. Erstmal gucken, ob da keiner hinkommt. Der nicht. Der auch nicht und der wahrscheinlich auch nicht. Gut, das ist schon mal perfekt. Die beiden Drachen bleiben vorerst auch noch da oben stehen. Warum, weiß ich nicht. Aber wenn ihnen danach ist, dann sollen sie das. Gut, ich habe alles nachgeschaut, was mir hätte Sorgen bereiten können. Wir greifen erstmal diesen Drachenritter an. Zack, auf seinem schönen Drachen sitzt er noch. Wird aber brutalst angegriffen mit Windmagie. Das bringt den Drachen natürlich zum Taumeln. Und da kommt Sumia und erledigt ihn vollkommen. Obwohl, sie würden nur 6×2 machen. War die eben nicht irgendwie stärker? 6×2. Vielleicht hatte der andere Drache eben eine andere Waffe. Oh. Ja, sie würde ihn natürlich besiegen, ist klar. Aber sie würde auch einmal 13 Schadenspunkte erhalten. Moment, wie sieht das denn hier beim Magier aus? Sie ist ja sowieso im Vorteil gegenüber einem Magier. Und sie würde den Magier alleine gänzlich vernichten. Das gefällt mir natürlich sehr. Und deswegen nehmen wir auch lieber diese Option. Die ist mir dann doch ein wenig sicherer. Sie erhält zwar 5 Schadenspunkte, aber sei's drum. Das sind immerhin keine 13. 13, die sie jetzt nur noch hat. Wir müssen den Drachenritter auf jeden Fall erledigen. Flutsch, wir kriegen aber ein Level Up. Von Level 5 auf Level 6. Und leider sind nur 3 Werte, die KP, die Stärke und das Glück um 1 gestiegen. Wurde aber auch Zeit, dass ich vorankomme.
Auf jeden Fall, aber du bist doch einigermaßen gut vorangekommen, möchte ich doch noch behaupten. So, die zwei Gegner warten da noch. Flechi kann natürlich hier die Gegner erledigen, weitestgehend auf jeden Fall. Ich glaube, dann nehmen wir doch lieber den Myrmidonen, den wir aus der Entfernung angreifen werden. Flutsch! Wir werden unterstützt durch Wake, der natürlich auch auf die Entfernung mit angreifen könnte. Er macht dies auch. Unterstützt Flechi damit. Und der Gegner ist Geschichte. Yay! Das ist ja super geil! Geil, geil, geil! Level 7 und Level 5. Ich würde behaupten, wir greifen noch mit dem Wake aus der Entfernung. 13? Moment, wie viel würde der Stahl nochmal aus der Nähe machen? Flutsch! 12. Bedeutet, wir müssen mit dem guten Rake eine ganze Menge Schadenspunkte machen. 17 Stück. Da müssen wir, glaube ich, aus der Nähe angreifen für 17 Schadenspunkte. Zack! Was würde denn hier 17... Oh, nur der Hammer. Nur der Hammer wäre stark genug. Aber gut, wir haben den Hammer... Ah, der trifft aber nur zu 71%. Haben wir hier nicht noch irgendwo eine Einheit, die da drankommt? Nee, der gute Chrome nicht. Flutsch! So, der soll hier mal warten. Der Lonzu, der kommt auch mal hinterher. Zack! Und dann ist natürlich jetzt die Frage... Ja, wir müssen es einfach mit dem Hammer riskieren. Obwohl, hat der Stahl noch eine andere Waffe dabei? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Zack! Angreifen. Nee, wir haben nur das Eisenschwert. 12 Schadenspunkte. Ja, komm. Riskier es einfach mal mit dem Hammer. Wenn wir treffen, haben wir Glück. Und ansonsten haben wir halt kein Glück. Zack. Komm schon, Rake. Du machst das. Mit dem Hammer auf jeden Fall. Hau drauf. Ja, perfekt. Ich muss doch sagen, das Glück ist uns hold in diesem Part. Ich hoffe, das bleibt im Verlauf des Levels so. Denn dann mache ich mir nicht mehr allzu viele Sorgen. So, mit dem guten Stahl könnten wir den Gegner jetzt gänzlich vernichten. Aber bevor wir das machen... Setzen wir die Troubadourin hier hin, setzen eine Pflege ein. Oh, Pflege. Die will ich ja eigentlich nicht verschwenden. Aber wir wollen auch nicht allzu viel Zeit verschwenden, deswegen nutzen wir die einfach mal. Wir werden bestimmt noch eine neue bekommen, hoffe ich einfach mal. Ansonsten habe ich Pech gehabt. Yay! Und jetzt können wir mit dem Stahl, nämlich unterstützt durch Maribel, den Gegner angreifen. Und ja, immer gut für Unterstützungsgespräche. Zack! Ich weiß nicht, ich würde Stahl und Maribel auch, glaube ich, sogar verkuppeln. Ich denke, die passen ganz gut zueinander. Aber was würdet ihr denn dazu sagen? Meint ihr, die zwei könnten ein gutes Paar abgeben? Habt ihr es vielleicht schon probiert und könnt mich vor einem schlimmen Unheil bewahren? Dann schreibt's mir bitte. Ich bin gar nicht mehr zu stoppen. Von Level 5 auf Level 6. Die KP, die Stärke, die Fähigkeiten, die Geschwindigkeit wurden um 1 erhöht. Für den guten Stahl. Er wird ja der neue Frederik, deswegen muss er auf jeden Fall viel trainieren. So, und bevor wir jetzt mit der Lissa noch dort oben die Sumia heilen werden, wenn sie dann da dran kommt, ja, locker, werde ich den Part erstmal beenden und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir hier im Kampf denn nun weitermachen. Also, bis denn dann!